Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Freunde, ich quatsche euch heute mal ein bisschen über den Onmo HMD. Voll ist jetzt eine ganze Weile auf dem Markt, wie so meine Erfahrungen sind. Ob bei mir mein Lieblings-HMD den Kalaut abgelöst hat oder ist es vielleicht sogar eine Alternative zum Kalaut. All das erfahrt ihr hier zum Video nach dem Intro. Und jetzt viel Spaß damit. Ja, Freunde, wie eben erwähnt, quatsche ich heute ein bisschen über den Onmo HMD. Kam so Mitte Februar, Ende Februar, Anfang März, glaube ich, auf den Markt, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenbekomme, und hat für Ekstase gesorgt. Das war der heiße Scheiß, muss man sagen. Er wurde gehypt auf YouTube, in Instagram-Blogs, in Facebook-Gruppen. Er war restlos ausverkauft. Quasi so, wie das, glaube ich, war, wo der Kalaut rauskam. Den hast du auch nirgendwo bekommen oder es war sehr schwer. Auf jeden Fall war es beim Onmo fast genauso. Du hast ihn nirgendwo mehr bekommen. Ich habe ihn dann durch Glück im Elvano durch Zufall bekommen und möchte euch heute mal zeigen, was so die Unterschiede zum Kalaut sind. Ich habe den Kalaut auch mit hier und wieso meine Erfahrungen sind mit dem Onmo, und dann werde ich mir definitiv noch ein Köpfchen bauen und ein Fazit ziehen. So, Freunde, hier haben wir jetzt die Verpackung vom Onmo. Die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Na, klassisch weiß gehalten. Hier vorne haben wir den Onmo drauf. Hier haben wir nochmal Onmo HMD stehen, Logo, Onmo HMD, Logo, und auf der Rückseite quasi so eine kleine Gebrauchsanweisung und noch so ein Siegel. Das war vorher hier irgendwo am Rand, dass das Ganze quasi ungeöffnet war und original ist. Ich habe den Kollegen nicht reingepackt, weil ich die Kiste auch nicht mehr aufbekommen habe, weil die nicht so schön nach unten wegrutscht. Ihr seht, die geht hier so nach unten auf. Das ist dann aber der Kollege, den ihr bekommt. So sieht der Onmo aus. Ganz klassischer HMD, nichts weiter wild. Material ist Aluminium, aber ich denke, das werdet ihr hier auch an der Stelle sehen. Was hat er für Maße? Er hat für Maße, die arbeiten wir fix ab, vom Boden quasi von hier bis hierhin, hat er 7,5 cm, einen Durchmesser am oberen Rand von hier bis hier sind 6,6 cm, Höhe mit Noppen sind 3 cm, die Öffnung quasi vom Innenrand bis hierhin sind 5,5 cm und er hat ein sage und schreibe schweres Gewicht, in Anführungsstrichen schwer, von 69 Gramm und das Material ist aus Aluminium. Wenn wir uns jetzt mal fix den Kalaut daneben legen, ich weiß, der sieht ziemlich abgerockt aus, ich habe den auch schon sehr lange, ich muss mir mal einen neuen holen, aber für das Video tut das. Prinzipiell so gut wie keine oder kaum Unterschiede. Vom Durchmesser, wenn wir sie beide aneinander halten, ist der Onmo ein Ticken kleiner, vielleicht so ein Millimeter. Na, viel nimmt sich da aber nicht, das seht ihr da unten am Kalautrand. Prinzipiell die größten Unterschiede sind natürlich in erster Linie erstmal hier, hat Kalaut diese Streben, die ihr hier seht, während Onmo diese ja, Dreiecke hat, sage ich mal, oder so Diamantenform, nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn man das Ganze umdrehen, kommt natürlich der größte Unterschied, was natürlich auch Kalaut gerecht ist oder was sie sich patentieren lassen haben. Und zwar sind das hier die Noppen und die Schlitze an der Seite, während wir beim Onmo natürlich quasi das, was wir hier beim Kalaut innen haben, haben wir quasi beim Onmo in anderer Form hier außen bzw. unten dran anstatt der Noppen. Und anstatt Luftschlitze haben wir hier auch Löcher, wie wir es zum Beispiel schon vom Nagrani kennen. Und ansonsten ist der Kollege fast identisch. Material ist dasselbe. Verarbeitung kann ich auch hier an der Stelle sagen, ist der sehr gut verarbeitet und Kalaut sowieso sehr gut verarbeitet, auch wenn der nicht mehr so dolle aussieht. Ja, Freunde, bleibt eigentlich noch die Frage zu klären, auf welche Köpfe passt denn der Onmo. Wir haben gesehen, unten er hat diese schönen Rillen hier, die mir sehr gut gefallen, und er hat so einen kleinen Rand hier, während der Kalaut quasi, ich kann es nochmal zeigen, so eine Lippe hat, so ein geht halt ein Stück tiefer am Rad. Ne? Ich rauche den Onmo sehr gerne auf dem Oblaco M. Ob Mono oder was weiß ich, was ihr haben wollt, ist scheißegal. Aber hier sitzt er für mich auch ohne Tabak wirklich sehr, sehr gut drauf. Natürlich, wenn ich jetzt Kraft auswirke, rutscht er rüber und über. Aber prinzipiell, ihr seht es, er rutscht so gut wie nicht hin und her. Wo er auch funktioniert, meiner Meinung nach, ist auf dem Lit Lip Pro. Hier sitzt dann ein bisschen lockerer, aber es geht definitiv fit. Dann haben wir hier nochmal einen Hukain
Lidlip, den ganz normalen. Hier ist es schon wieder ein bisschen wackeliger. Hier rutscht er auch nicht so schön ein Stück rein, dass er ein bisschen Halt hat. Hier sitzt er sehr, sehr wackelig. Und auf dem KS Apo, um mal den kleinen Kollegen zu nehmen, sitzt er prinzipiell auch drauf, aber er hat gut Spiel. Den rauche ich zum Beispiel sehr gerne mit einem Kalaut. Sitzt einfach bombenfest. Aber Onmo, um den es heute geht, rauche ich sehr, sehr gern oder eigentlich zu 90% mit dem Oblaco M. Dort sitzt er für mich persönlich am besten. Ja, Freunde, ich habe noch vergessen zu sagen, dass ihr beim Kalaut, zum Beispiel beim Lieferumfang, ihr werdet es, denke ich, auch wissen, einen Deckel dabei habt. Den habt ihr hier beim Onmo nicht dabei. Der Onmo kommt quasi ohne Deckel. Ich persönlich oder mich persönlich stört das Ganze auch nicht, da ich den Deckel beim Kalaut auch so gut wie nie nehme. Die fliegen meist bei mir in so eine Kiste hier drüben und dann liegen die dort, bis ich irgendwann mal vergessen habe, dass sie da liegen. Auf jeden Fall ist es so, dass der Kalaut mit einem Deckel kommt, der Onmo nicht. Was beide noch gemeinsam haben, ist zum Beispiel, dass ihr keine drei Kohlen gleichzeitig reinbekommt. Ihr müsst auch beim Onmo die Kohle auf Kipp legen, wie wir es beim Kalaut schon kennen. Wenn sie natürlich klein genug sind, passen dann auch drei Stück rein. Allerdings hat der Onmo einen riesigen Vorteil. Wir halten uns vor Augen, vom Durchmesser, von den Maßen ist er ungefähr gleich. Das Material ist gleich gut, die Noppen sind anders. Der eine kommt mit Deckel, der andere kommt ohne Deckel. Allerdings kostet euch der Kalaut auch so zwischen 50 und 60 Euro, je nach Angebot, in je nach welchem Shop ihr schaut. Und der Onmo kommt mit einem, ja man kann schon fast sagen, unschlagbaren Preis bzw. einer Kampfansage von satten 24,90. Was natürlich eine Kampfansage an den Kalaut ist, weil, wie gesagt, die sind beide fast identisch und es ist definitiv eine günstigere Alternative zu einem teureren Kalaut. Allerdings muss ich hier an der Stelle sagen, was auch gleichzeitig mein Fazit ist, sie sind für mich beide gleich gut. Der einzigste Punkt, wo ich eventuell sagen würde, okay, der Onmo ist für mich in dem Fall der Gewinner dieses Vergleichs, ist einfach der Preis. Der Preis von 24,90, quasi die Hälfte zu einem Kalaut oder ein bisschen weniger als die Hälfte, ist natürlich für viele, die nicht bereit sind, 60 Euro für einen Kalaut oder allgemein für einen HMD zu bezahlen, für die ist das natürlich schon sehr erschwinglich, dass man da nur 24,90 bezahlen muss. Das ist aber für mich auch der einzigste Punkt, wo ich sage, dort bevorzuge ich den Onmo prinzipiell vom Rauchverhalten, vom der Qualität, von der Verarbeitung, Maße, wie gesagt, haben wir uns alles angeguckt, sind sie für mich beide gleich. Und deswegen gibt es für mich persönlich, wenn man jetzt den Preis weglässt, keinen Gewinner. Der Onmo ist eine sehr günstige Alternative zum Kalaut. Das ist definitiv Fakt und das ist für mich auch ein sehr großer Punkt. Aber sie performen trotzdem beide gleich gut. Man könnte sagen, hier und da wurde gespart. Ne? Ich sag mal, wenn man sich jetzt die Verpackung vom Kalaut anguckt, hier habe ich sie nochmal. Die sieht natürlich deutlich edler aus, aber mit der Verpackung könnt ihr euch kein Köpfchen bauen, beziehungsweise könnt ihr schon, aber ihr könnt damit nicht rauchen. Aber sonst sind für mich beide komplett identisch. Ja, Freunde, das soll es von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo unter dem Video da, würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, welchen der beiden HMDs, in dem Fall hier jetzt in dem Vergleich, Lotus oder Onmo, welchen ihr mehr feiert, mit welchem ihr mehr zufrieden seid oder sagt ihr, wie ich, sind beide für mich gleich gut. Ich nehme beide sehr gerne. Schreibt mir das sehr gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, geht der letzte Zug auf euch. Ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche oder wenn ihr das Video seht, hat die Woche schon angefangen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video, Freunde. Und jetzt geht der letzte Zug auf euch, bevor ich euch noch weiter voll quatsche hier. Wiederschauen, reingehauen.